Einen Tag nach den tödlichen Schüssen vor einer schwulen Bar in Bratislava haben führende PolitikerInnen des Landes die Tat verurteilt. Dumme und verantwortungslose Äußerungen von Politikern schürten Hass, den unschuldige Menschen mit dem Leben bezahlten, schrieb die slowakische Präsidentin. Am Mittwochabend hatte ein Angreifer vor dem Lokal, das als Treffpunkt der LGBTQI-Szene gilt, zwei 30-Jährige erschossen und eine Barangestellte schwer verletzt. Die Polizei gab am Donnerstagmorgen bekannt, dass der 19-jährige Tatverdächtige tot sei. Er habe nach der Tat stundenlang Hassbotschaften gegen sexuelle Minderheiten in sozialen Netzwerken gepostet, bevor er sich vermutlich selbst tötete. Der Tatort verwandelte sich im Laufe des Donnerstags in ein Blumenmeer. Auch führende PolitikerInnen legten Blumen nieder und entzündeten Kerzen. Einen halben Tag nach der Schießerei sind die Spuren vor der Bar noch immer sichtbar. Auf dem Bürgersteig ist die Kennzeichnung der Polizei erkennbar und in den Rissen der Pflastersteine klebt geronnenes Blut. Ständig kommen Trauernde hierher, fast im Minutentakt, mit Kerzen und Blumen.